Hallo, lieber Steinbock, schön, dass du hierher gefunden hast. Wir werden uns im Kollektiven deine Liebessituation anschauen für den Februar 2023. Aber nicht nur das, wir werden uns auch ein bisschen von deinem Valentinstag uns anschauen. Gefühlsmäßig, was auf dich zutreffen könnte, ne, was passieren könnte, wie es gerade gefühlsmäßig und emotionsmäßig auch dir geht und diese Person, die du gegenüber dir hast, ne? Bitte bedenke, lieber Steinbock, dass nicht alles auf dich wortwörtlich zutreffen kann, weil das hier im Kollektiven ist, ne? Und es ist ja dann klar, du hast aber auch andere Energie, ne? Du hast einen Aszendent, du hast ein Mondsternzeichen, einen Venussternzeichen. Bitte hör sie dir an, valutiere das Ganze und dann setzt du es um für deine eigene Situation, ne? So wie du das brauchst, lieber Steinbock. Bitte erzwinge dich nicht. Das sollte einem bewusst sein, ne? Okay, ich würde sagen, dass wir mit diesen wunderschönen Liebesbotschaftskarten anfangen. Und hier ist schon eine Karte. Da hat sich eine Karte umgedreht. Du hast es gesehen. Die Antwort lautet ja. Lieber Steinbock, was frickst du dich gerade oder um was geht das? Ne? Du kennst die Antwort quasi. Du weißt, um was es geht. Hier ist die Antwort ja. Mach das, wage es, tu es. Ne? Wenn du jetzt sagst, ja, ich möchte mit dieser Person zusammen sein, ich bin mir aber relativ sicher, könnte ja ein Ja sein, ne? Dass du jetzt das hier wagen sollst, dass du das machen sollst. Ist diese Person die richtige für mich? Ja, kann sie gut sein. Ne? Du weißt ganz genau, du setzt das um, weil dieser Ja ist nicht negativ, ist nicht positiv. Das solltest du einfach jetzt umsetzen in deinem Leben, ne? Du könntest auch sagen, ja, ich bleibe mir treu. Ich möchte jetzt mit dieser Person eigentlich keinen Kontakt. Ich bleibe bei mir. Ich bleibe quasi vor meiner Idee. Und das ist auch richtig so. Das könnte ja auch das Ja sein, ne? Oder dass du hier aber auch einen Heiratsantrag bekommen könntest. Lieber Steinbock, wer weiß, ne? Hier sind hier ganz viele Menschen und dieses Ja, hier bekommst du ein Ja als Antwort, ne? Also setze es um. Was beschäftigt dich gerade? Was geht gerade in deinem Köpfchen, ne? Was ist deine Situation, dass du hier die Antwort Ja bekommst, ne? Also du nimmst das und setzt das um, weil du kennst deine Situation. Ich kenne sie nicht, ne? Okay, ich starte mit der weiblichen Energie. Und zwar, ich werde mir anschauen, was gerade die weibliche Energie beschäftigt. Ich werde mir hier wirklich anschauen, um was geht es hier? Was ist, sind hier die Prioritäten von dieser weiblichen Energie? Liebe, das ist die Priorität. Hier beschäftigt quasi die Liebe. Die weibliche Energie sagt, ich möchte hier die wahre Liebe oder ich habe diesen Drang, die wahre Liebe zu begegnen. Ne? Das ist ja klar, du setzt das um. Du könntest aber auch gut sagen, ja, das ist die wahre Liebe. Ich habe die wahre Liebe begegnet. Ich weiß, dass diese Person die richtige ist. Hier ist die Antwort. Hier ist die Liebe. Im siebten Himmel. In tiefer Zuneigung wirst du beschützt und getragen. Also das ist wie wenn du schon deine Kontrapart hier ganz sicher hast. Das ist wie wenn lieber Steinbock hier alles dafür spricht, dass diese weibliche Seite quasi hier diese Liebe sich selbst gibt und auch den anderen schenken kann. Quasi ihr solltet verstehen, wenn ihr diese Selbstliebe euch gibt, lieber Steinbock, das sage ich immer wieder, bei dir kommen immer diese spezielle Karten raus und das hat auch an sich eine Bedeutung. Ne? Hier ist jemand präsent, der diese Liebe versteht, der diese Liebe sich selbst gibt, ne? Und dann auch das bekommt, weil du bekommst das vom Kontrapart, du bist das Spiegelbild von dem anderen. Und wenn bei dir alles stimmt, ne? Dann ist es ja klar. Also ich würde hier sagen, lieber Steinbock, du befindest dich hier, einen Augenblick, wohl so, weil das ist mir so, ja, das ist die Jungfrau in mir, ja, ich hab Venus in Jungfrau, ja, okay, ich würde hier sagen, liebe Steinbock, hier hast du schon jemanden gefunden, hier bist du im siebten Himmel, also für diejenigen, die schon sagen, nee, nicht so, ja, das ist die Karte, die kann man nicht verleugnen, die kann man nicht irgendwie umdrehen oder sagen, nee, das stimmt nicht, hier ist die Liebe. Ne? Das beschäftigt hier die weibliche Energie. Du könntest aber auch gut sagen, ja, ich bin bereit, diese Liebe zu empfangen. Ich bin jetzt bereit, die richtige Person anzuziehen. Ne?
Wir werden das jetzt noch sehen, ne? Ich werde jetzt noch andere Karten ziehen, weil das sieht wirklich schon mal sehr gut aus, ne? Für dich, lieber Steinbock. Das wünsche ich dir, toi toi. Die Karten sind hier gesprungen. Ich nehme die allererste, weil das sind schon ein paar, die wo wir gesehen haben quasi. Fantasie su di te sessuale. Also, hier stimmt schon mal das Sex. Das Sex spielt hier eine große Rolle. Das ist ja klar. Nicht nur die Liebe, sondern hier ist auch diese Anziehungskraft sehr, sehr stark. Er fantasiert über dich oder du fantasierst hier über ihn, ne? Du weißt es ja ganz genau, lieber Steinbock, dass du quasi deine Situation kennst. Das könnte ja gut sein, dass ihr gerade euch nicht erleben könnt, dass ihr irgendwie distanziert seid, ne? Dass ihr gerade irgendwie nicht euch öfters sehen könnt, ne? Und das spielt ja auch eine große Rolle. Und diese Person kann gerade nur über dich fantasieren oder du fantasierst über ihn, ne? Mal schauen, was uns noch preisgegeben wird. Diese Karte verfolgt mich ständig. In jeder Legung, in jeder Legung. Hier ist einer unsicher. Hier ist jemand, der unsicher ist. Bin ich überhaupt gut für sie? Kann ich ihr das geben, was sie verdient? Oder kann ich ihm geben, das, was er verdient? Oder bin ich überhaupt schön genug für diese Person? Das ist ja diese Karte, die sagt, io non mi sento all'altezza. Das ist wie wenn ich nicht in deiner Augenhöhe bin, wie wenn ich diese Situation nicht managen kann. Das könnte hier quasi vom Aussehen sein, dass diese Person Unsicherheiten hat, aber auch das, was er dir bieten kann oder was er dir geben kann. Der könnte hier denken, der Mann, ne, du setzt es um, wenn du ein Mann bist, du weißt ganz genau, was ich damit meine, dass du sagst, okay, der Mann kann dir irgendwie das nicht anbieten, was du als Frau verdienst, ne? Oder das könnte auch gut sein, er fühlt sich unsicher. Weißt du, ich kann mir hier auch vorstellen, ihr habt euch im Chatten kennengelernt. Das gibt es ja auch solche Situationen, man schreibt und du hast dich schon verliebt, die weibliche Energie ist schon im siebten Himmel, hat ein Foto von ihm, ihr fantasiert beide aneinander, ne, lieber Steinbock. Aber dann denkst du dir, oder also quasi du oder er, ne, das ist ja klar. Würde ich überhaupt ihm gefallen? Bin ich überhaupt sein Typ, ne, wenn er mich sieht? Das ist ja anders. Bilder sind immer anders. Also ich bin auch so ein Mensch, ich mag nicht Bilder von mir oder ich mag das jetzt nicht so ganz viele Bilder von mir oder allgemein, ne? Ich finde immer ein Mensch persönlicher viel, viel besser als auf den Bildern. Das ist so eine Sache, ne? Da habe ich auch daraus gelernt. Ne? Ich war auch mal jung, ich bin ja nicht so alt, aber ich war auch mal jung und habe auch ganz viele kennengelernt, die Fotos reingestellt haben. Und die Fotos sind wirklich, also du kannst heutzutage ganz viel machen mit den Filtern, mit dieser Bearbeitung. Und dann bekommst du eine Person, die ganz anders ist. Ne? Also, lieber Steinbock, hier stimmt was nicht. Also quasi, hier möchte diese Person etwas machen oder diese Person traut sich nicht oder hat auch Ängste, zweifelt an sich. Also das könnte hier deine Energie sein, aber auch die Energie von dieser Person, ne? Quasi von deinem Gegenüberliegender. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, oh, un instinto protettivo verso di te. Also das ist wie wenn, also das stimmt hier alles, ne? Das ist ja klar. Also hier sagt die männliche Energie oder auch die weibliche, normalerweise sagen das Männer, dass er dich beschützen möchte. Er möchte dich hier beschützen, er möchte hier dich auch auf Hände tragen. Das ist ja klar, das hast du auch wieder hier. Du bist im siebten Himmel. Diese Person möchte für dich da sein, aber guck mal, da kommt jetzt dieser Faden. Also irgendwo hapert es hier, ne? Da kommt dieses, wie sagt man das, diese Blockade. Hier ist jemand, der gerade momentan nicht zur Verfügung steht. Das ist wie wenn diese Person hier Prioritäten hat oder andere Situationen, die ihn beschäftigen. Ob das du bist, du könntest ja auch sagen, ja, eigentlich möchte ich mehr Zeit verbringen, aber das geht nicht. Ich habe andere Prioritäten in meinem Leben. Es geht hier gerade um eine Phase in meinem Leben. Du siehst ja, wie dunkel das ist, aber er sagt hier, mi puoi aspettare, kannst du auf mich warten? Bitte warte auf mich. Diese Person sagt nicht, du kannst ohne mich gehen oder warte nicht auf mich. Ich möchte besser, also ich bin dran, besser ohne dich. Nein, gerade das Gegenteil. Diese Person sagt, kannst du auf mich warten? Ich habe gerade etwas zu erledigen. Ich sollte gerade etwas erledigen, was in meinem Leben eine Priorität ist. Ne?
Lieber Steinbock, du weißt es besser als ich, ne? Mit wem du zu tun hast, deine Situation, was gerade in deinem Leben abgeht, ne? Du setzt das bitte um. Das ist ja klar. Okay, wir machen weiter mit dem Orakel der Liebe, quasi Cupido. Ich erzähle jetzt in jedem quasi in jedem Sternzeichen-Video, wie ich diese Karten begegnet bin, weil das ist eine tolle Geschichte. Also die ist so süß. Ich habe wirklich nach anderen Karten gesucht und ich habe diese Karten gefunden. Die haben sich finden lassen, ne? Ah, da hat sich was gedreht. Aber dann doch nicht. Aha, dann ist jetzt hier etwas rausgekommen. Jetzt. Pulsione del cuore, mi piace tanto, Entschuldigung, jetzt habe ich verstanden, mi manchi, das bedeutet, du fehlst mir, nein, du gefällst ihm sehr, du gefällst ihm sehr, du lässt hier sein Herzen pumpen, also sein Herz schlägt, ich könnte jetzt hier sagen, noch nicht gefühlsmäßig so intensiv, aber hier kommt schon etwas dabei raus, ne? Ich könnte mir hier auch, wie gesagt, zwei Menschen vorstellen, die chatten, die schreiben und das ist relativ frisch und da fühlt sich der eine oder die andere in einem siebten Himmel. Quasi, hey, ich bin froh, diese Person kennengelernt zu haben. Das gefällt mir voll. Diese Person gibt mir dieses Gefühl, besonders zu sein. Das siehst du ja, ne? Weil diese Person hat ja auch diesen Instinkt, wie wenn er hier auch ein Beschützer wäre für dich, ne? Du setzt das bitte um. L'attesa è quasi finita, tramite. Also, hier ist irgendwie sagen wir, eine Pause oder auch man hat hier gewartet. Das ist ja klar, ich habe dir ja vorhin schon gesagt, es gibt hier Prioritäten. Entweder ist es so, dass man hier beide irgendwie gewartet haben auf irgendeine Situation oder das ist so, dass hier auch dieser Treffen sein könnte. Weil mir wird es hier auch ganz stark kanalisiert, lieber Steinbock, das könnte gut sein, dass du hier einen Treffen vereinbart hast mit dieser Person. Dass du dich quasi am Valentinstag oder auch davor mit dieser Person treffen wirst, ne? Und du sagst hier, also das Warten hat ein Ende. Genauso ist es quasi übersetzt. Das Warten hat ein Ende. Endlich können wir hier aneinander treffen. Also ich könnte mir hier wirklich zwei junge Menschen auch vorstellen. Das ist ja klar, du setzt das bitte um. Aber das ist wie wenn hier man gewartet hat auf eine Situation, ob das jetzt deine Energie ist, dass du hier irgendeine Angelegenheit gehabt hast oder diese Person gegenüber von dir, dass er hier irgendwie eine Priorität im Leben gehabt hat, ne? Und jetzt diese Priorität quasi schon bewältigt ist, er hat da schon gearbeitet dran oder das ist gerade zu Ende. Und jetzt kann er sich diese Zeit mit dir nehmen, ne? Dass du jetzt quasi an der Reihe bist und du bist ja auch überglücklich, sag ich ja, ne? Also dieses Warten hat ein Ende. Also ich könnte mir hier auch dieses Valentinstag vorstellen, ne? Dass man sich hier trifft, dass man hier etwas zusammen unternimmt, dass man mehr Zeit miteinander hat, ne? Lieber Steinbock, das kommt ja immer drauf an, ne? Vero amore, siehst du? Hier ist die wahre Liebe. Da ist die wahre Liebe. Also, das ist klar, das sind keine Zufälle, wenn solche Karten rauskommen. Hier ist die Liebe, hier ist die Liebe. Du könntest aber auch sagen, weißt du, ich als Frau, ich habe mich schon verliebt in ihn. Ich habe mich wirklich Hals über Kopf in dieser Person verliebt. Und diese Liebe, diese Emotionen, Gefühlen sind wahr. Und es sind hier auch positive Veränderungen. Ne? Du weißt ganz genau, lieber Steinbock, deine aktuelle Situation. Weil du könntest ja auch sagen, ja, zwischen uns gab es auch andere problematischen Situationen, die quasi eine Wirkung hatten auf unser Liebesleben. Und jetzt kommen hier gerade diese Veränderungen im Positiven. Es geht bergauf für uns zwei, ne? Also das ist hier wirklich sehr, sehr schön gezeigt. Aber ich sehe hier auch eine Person, die relativ unsicher ist. Wie gesagt, ob das jetzt er oder du bist, das kann ich dir jetzt nicht hundertprozentig sagen. Darai la mia vita per un solo bacio, ti voglio tanto. Wow, okay. Wir haben hier eine Person, die sehr romantisch ist, ne? Also, hier würde der Mann oder die Frau, das ist ja klar, du setzt das bitte um. Wir reden hier über beide Geschlechter. Also Frau zu Frau, Mann zu Frau, das spielt jetzt gar keine Rolle. Stell dir jetzt nur mal vor, du hast hier eine Person, ob du das bist oder die Person gegenüber von dir. Er sagt hier oder sie sagt, ich möchte dich küssen. Ich würde alles tun, um jetzt
quasi dir einen Kuss zu geben. Das ist wie wenn diese Person wirklich nicht in deiner Nähe ist. Also ich habe das, mir kommt das so vor, wie wenn ihr hier wirklich irgendwie sehr distanziert seid. Also ich könnte mir hier wirklich irgendwie dieses platonische Liebe, weißt du, man schreibt, man chattet, man hat sich aber nicht wirklich gesehen, ne? Das ist noch nicht passiert, lieber Steinbock. Also sowas bekomme ich hier als Message. Aber wie gesagt, das kann auch gut sein, dass ihr quasi in zwei verschiedenen Orten lebt, zwei junge Menschen, ne, die vielleicht hier auch sehr jung sind, nicht diese Gelegenheit haben, sich öfters zu sehen, ne? Das ist klar, wenn man jung ist, ist es nicht so, dass man sich immer sehen kann. Vor allem, man weiß nicht, ob man das Auto kriegt von den Eltern oder vor allem na, auch mit der Arbeit und die Schule und das Ganze. Das könnte ja auch so eine Situation sein. Ne? Du setzt das bitte um. Auf jeden Fall haben wir hier eine Person, die auch sehr romantisch ist. Ne? Also diese Person liebt das, ne? Quasi sich auch um dich zu kümmern. Hat diesen Instinkt, dich auch zu beschützen. Ne? Klar, du könntest auch sagen, ich als Frau mache das, ne? Obwohl ich eine Frau bin. Das kann auch gut sein. Aber ich vermute ganz stark, dass hier der Mann einfach diese Rolle hat. Ne? Dass der Mann hier einfach präsent ist und dir die richtige Aufmerksamkeit geben möchte. Weil ich vermute ganz stark, entweder ging das nicht, da waren andere Prioritäten oder es könnte ja auch gut sein, dass diese Entfernung, wie ich ja schon vorhin gesagt habe, das könnte ja auch irgendwie eine platonische Liebe sein. Dass man hier sagt, wir haben uns im Chat kennengelernt, wir chatten erstmal und daraus habe ich gemerkt, dass quasi Gefühle entstehen, ne? Mehrere Monate. Ich denke mir schon, dass ihr hier schon mehrere Monate Kontakt habt, ne? Okay, jetzt schauen wir uns das Ganze mit den Tarotkarten uns an. Für dich, für die weibliche Energie. Also das könnte hier ein schöner Valentinstag werden. Sehr ruhig, sehr emotional, sehr romantisch. Ne? Da ist ja dieses Ja. Hey, lieber Steinbock, du weißt es besser als ich. Ne? Ich weiß es ja nicht, was du gerade für eine Situation hast. Aber das ist schön. Ne? Das sieht hier sehr nett aus. Gar nicht so kompliziert. Ne? Wenn die Karten so sind, dann braucht man ja auch gar nicht das zu komplizieren und schlechter zu machen, sondern wirklich im Positive. Ne? Die Liebe ist da. Du bist ja richtig im siebten Himmel. Du schwärmst hier von dieser Person. Das ist etwas Frisches. Das ist etwas Frisches. Also für mich ist es wirklich etwas Frisches. Ihr habt euch nicht so lange kennengelernt. Ihr arbeitet an dieser Beziehung. Ihr tut euch gerade wirklich gegenseitig kennenlernen. Ich tue die Situation von ihm kennenlernen. Er tut meine Welt kennenlernen. Also das ist ja relativ frisch, ne? Genau. Ich würde auch sagen, hier hat man auch diese alchemische Hochzeit. Das ist sehr, sehr schön. Ich könnte mir hier auch vorstellen, eine Beziehung, die schon vorhanden war. Hier könnten auch Mann und Frau sein, die eine Krise überstehen, die hier wirklich schon länger zusammen sind, aber auch eine, wie sagt man das? Da gab es Prioritäten im Leben, ne, die quasi dann euch auseinandergebracht haben und ihr euch wieder gefunden habt, ne? Ihr könnt hier quasi an dieser Beziehung arbeiten. Ihr arbeitet beide, ne, und zusammen seid ihr viel, viel stärker. Ich könnte mir hier aber auch vorstellen, dass diese Person, entweder ist es deine Energie, lieber Steinbock, oder du bist ein Crosswatcher. Normalerweise ist es so, der Steinbock ist wirklich sehr, sehr in dieser materiellen Ebene, auch beruflich. Das spielt eine große Rolle für die Steinböcke-Menschen. Sehr, sehr, ne? Also, ich sage jetzt nicht, dass die Steinböcke nicht an die Liebe glauben. Nee, um Gottes Willen, gar nicht, ne? Das ist jetzt nicht meine Aussage. Aber die Arbeit spielt schon eine große Rolle. Das sollte auch stimmen, ne? Und ich könnte mir hier vorstellen, dass der liebe Steinbock hier, der Mann oder die Frau, auch an einem Projekt arbeitet, ne? Das könnte ja auch beruflich sein. Das sind die Prioritäten, die diese Person quasi hat, ne? Du setzt das um. Aber wie gesagt, das könnte hier eine frische Beziehung sein. Aber das könnte schon hier eine Beziehung sein, die schon geführt worden ist, ne? Ja. Das ist so, lieber Steinbock. Hier ist irgendetwas passiert. Also ich würde mir hier mehrere Varianten vorstellen. Entweder
Es ist so, dass hier eine Krise gekommen ist. Ne? Das gibt es öfters, dass in Ehe eine Krise kommt, ne? Dass man hier wirklich sagt, okay, zusammen können wir das überwinden. Das könnte aber auch gut sein, dass hier einer von euch zwei einfach nicht ganz ehrlich ist, auch gedanklich. Ne? Hier ist die Person irgendwie in einer sabotierenden Energie, sieben der Schwerte. Aber das könnte auch gut sein, dass hier jemand abhaut von seinen Gefühlen. Wie sagt man das? Versucht wegzugehen. Rennen von dem, was er wirklich spürt. Weißt du, es gibt Männer, die es nicht zugeben. Es gibt Männer, die wirklich hart sind. Wirklich. Und du bist ja auch in diesem Erdelement. Das kann gut sein, dass du mit jemandem konfrontiert wirst, indem er hier abhaut. Er haut ab von dieser Situation, weil es ihm genauso weh tut, weil er gerade merkt, dass es ernst wird. Und dann sagt er, okay, ich verliebe mich gerade auch, aber ich weiß nicht, ob ich ihr das geben kann, was sie sich wünscht. Ne? Weil ich vermute ganz stark, dass hier auch eine berufliche Situation sein könnte, dass hier das quasi diese Beziehung, ich würde sagen, kaputt machen könnte oder aufs Spiel setzen könnte. So habe ich auch hier das Gefühl. Ne? Also wie gesagt, der Turm, es geht hier um etwas, das passiert ist, plötzlich auch, der Turm ist auch so eine Karte. Das sollte so geschehen. Das ist eine große Arkane. Hier ist die Seele mit dabei. Hier ist nichts mehr so wie früher. Ne? Hier müssen bestimmte Dinge auch geändert werden. Und das wundert mich hier nicht, dass man hier auch sagen kann, okay, wollen wir an dieser Beziehung arbeiten? Wollen wir das? Dann sollten wir beide arbeiten. Ne? Und wir sollten beide hier Veränderungen bringen. Entweder ist es so, dass diese Person hier einfach wirklich zu beschäftigt ist beruflich. Er hat hier irgendein Projekt oder arbeitet an irgendetwas und hat zu viele Gedanken. Ne? Er ist zu sehr mental unterwegs oder er versucht hier abzuhauen von dieser Situation. Ne? Quasi, das ist wie wenn hier nur einer arbeitet an dieser Situation oder nur einer versucht hier das zu klären und der andere. Ja, ich hau ab. Ich habe Angst, dass sie merkt, dass ich Gefühle habe oder dass ich so starke Gefühle habe. Das ist wie wenn du sagst, ich habe mit jemandem zu tun, der ein bisschen feige ist. Ne? Sieben der Schwerte ist so eine Energie. Man haut ab. Von was hast du ab? Von deinen Gefühlen? Weil du sie hier liebst? Weil du hier wirklich tatsächlich Gefühle hast und du möchtest nicht, dass die Frau das hier sieht oder dass die Kontrapart das mitbekommt. Ne? Sowas bekomme ich als Energie mit, ne? Ich nehme mir noch mal eine Karte, die Sonne. Wir haben die Sonne. Also hier wird schon die Harmonie gefunden. Ich vermute ganz stark, dass hier eine Lösung kommen wird auf diese ganze Situation. Das wird hier schon harmonischer sein, ne, mit der Zeit. Das ist ja klar. Man arbeitet zusammen an dieser Beziehung. Man sollte zusammenarbeiten. Ich würde hier auch sagen, ganz ehrlich, lieber Steinbock, ich tendiere hier ein Mann oder eine Frau, die wirklich beruflich irgendwie sehr beschäftigt ist, ne? Weil guck mal, wo hast du die Karte gehabt? Hier. Da ist sie. Ich bin jetzt momentan beschäftigt. Aber bitte warte auf mich. Verstehst du? Also, das ist wie wenn er jetzt hier abhaut, weil er diese Situation bewältigen muss, weil er hier bei der Arbeit sein sollte, bei dieser beruflichen Situation, bei in diesem Projekt. Weißt du, ich denke nicht, dass hier irgendwie eine andere Frau eine große Rolle spielt, sondern eher das Berufliche. Bitte setze es um, ne? Weil ich sag jetzt mal so, ich schaue mir jetzt mal die männliche Seite an, aber ich vermute ganz stark, dass hier auch die männliche Seite Gefühle hat. Das wird jetzt hier nicht nur erfunden von der Frau, ne? Dass sie hier im siebten Himmel ist und sagt, okay, das Ganze habe ich mir selber gebaut. Nee, das werden wir noch schauen, ne? Okay, du nimmst auf, ja. Für die männliche Energie, mal schauen, was beschäftigt ihn? Was beschäftigt die quasi die männliche Energie. Um was geht das hier? Streit. Du könntest dir sagen, ja, das beschäftigt mich. Du könntest sagen, ja, das ist tatsächlich so, ne, als Mann. Weil ich die ganze Zeit quasi wegen dieser Situation mit ihr streite oder wir gerade wirklich sehr oft streiten und das gefällt mir nicht. Das ist nicht meine Welt, das möchte ich nicht. Ne? Guck mal, ich habe recht. Nein, ich lieber konstruktiv streiten und den Respekt für das Gegenüber bewahren. Weißt du, was ich mir hier auch vorstellen könnte? Das wird mir hier gerade sehr stark kanalisiert.
dass hier der Mann quasi auch eine andere Situation hat. Wer weiß, vielleicht könnte es wirklich sein, dass diese Person irgendwie anderseits beschäftigt ist mit der Ex-Frau, dass hier die Ex-Frau irgendwie eine Rolle spielt und er die ganze Zeit hier mit dieser Frau disputiert und er hier gar nicht diese Beziehung eingehen will, sondern er sich hier für dich sich entscheidet. Das könnte ja auch gut sein, dass hier wirklich eine dritte Person sein könnte. Also das nehme ich auch in Kauf. Und vor allem, dass ihr gerade auch diesen Streit habt. Ne? Das ist ja klar. Wir haben hier mehrere Varianten und das beschäftigt ihn. Er möchte diesen Streit, denke ich nicht. Ne? Das ist ja klar, weil sonst würde es nicht rauskommen, dass es ihn beschäftigt. Das würde dann ihm egal sein. Verstehst du? Also quasi der männliche Energie. Weil du kannst auch als Frau dich hier befinden. Ne? Du kannst auch sagen, ja, das passt eher zu mir und das zu ihm. Könnte ja auch gut sein, ne? Du setzt das einfach um, lieber Steinbock, wie es dir passt, ne? Okay, machen wir weiter mit den Messaggi d'amore. Mal gucken, was uns die Emotionen, Gefühle, wie es weitergeht, was die Kontrapart hier spürt, ob du das bist, ob er das ist. Das kannst nur du wissen, ne? Ich lese nur hier die Karten und meine Intuition. Ich werde hier geleitet. Ja, die Frau. Hier ist eine Frau, die hier an seine Macht wiederkommt, ne? Wow, sehr, sehr schön. Das ist wie wenn die Frau hier sagt, weißt du, ich will wieder an meine Macht kommen. Ich will hier wieder diese Aufmerksamkeit haben. Falls du ihr diese Aufmerksamkeit nicht geschenkt hast oder du als Frau könntest dich auch hier befinden. Ne? Das ist ja klar, du hast genauso eine aktive Seite. Und diese aktive Seite ist hier extrem aktiviert. Hier sagt jemand, okay, jetzt mach mal, ne? Zeig mal das, was du empfindest. Ich möchte auch wissen, was hier Sache ist. Willst du oder willst du nicht? Ne? Und das könnte auch die Antwort sein. Ja, er will diese Beziehung, ne? Er will das auch so wie du. Ja, und er kann dir nicht widerstehen. Hier haben wir jemand, der wirklich von dir besessen, sagen wir mal, auch so sein könnte, ne? Dass er quasi dir nicht widerstehen kann. Er ist besessen von dir. Er liebt das, ne? Und wenn er in deiner Nähe ist, kann er dir nicht widerstehen, ne? Das ist klar. Guck mal, Amo le nostre differenze. Und jetzt kommt's. Hier sind Differenzen. Du siehst ganz genau, ich brauche das dir gar nicht zu erklären. Es könnten hier kulturelle Differenzen sein, das ist klar. Du könntest Deutsche sein, diese Person könnte ein Ausländer sein, das ist normal. Wir leben in Deutschland, ne? Und vielleicht hat diese Person eine andere Denkweise. Ist wirklich auch so, dass du mit jemandem zusammen bist, an dem man das merkt, ne? Diese Differenz, aber du liebst das. Und er liebt das genauso. Ihm stört das nicht. Verstehst du? Ihm macht das nichts aus, dass du jetzt so bist, anders wie er. Im Gegensatz, ne? Hier wird das gemocht. Das spielt hier gar keine Rolle. Und das ist ja auch das Wichtigste. Lieber Steinbock, ich finde, gerade bei dir, ne, dass du dir wirklich bewusst bist und gerade bei dir diese Karte rauskommt, weil das ist Verständlichkeit. Wie kann man nur eine Person valutieren, was für Nationalität er ist, ob es jetzt ein Italiener, ein Türke, ein Pole oder egal was es ist, ne? Das ist ein Mensch, dahinter steckt ein Mensch. Du kannst doch nicht auf einer Basis von Nationalität einen Menschen, wie sagt man das, valutieren und sagen, aha, du bist das und das und du bist so. Das ist nicht so, ne? Also ganz ehrlich, jeder hat seine Kultur, jeder hat seine Ansicht und man sollte wirklich auch geöffnet sein, ne? Und hier spielt es gar keine Rolle. Diese Person, das interessiert ihm nicht oder ihr, ne? Du setzt das um. Also ich könnte mir hier auch vorstellen, zwei Menschen, die hier wirklich auch kulturell anders aufgewachsen sind, ne? Was haben wir hier? Nessuno altro deve averti. Keiner sollte dich haben. Also keiner sollte dich wieder haben oder keiner sollte hier dich, ne? Ich stelle mir hier kein anderer vor, der an meinem Platz sein sollte. Quasi, das ist wie wenn diese Person hier auch eifersüchtig ist, ne? Diese Person will nicht, dass du quasi, ja, eine andere Person kennenlernen tust. Oder er könnte sich nicht vorstellen, dass du mit einem anderen bist. Ne? Du setzt das um, du könntest hier als Frau das sein, dass du das sagst. Ne? Das ist ja klar. Aber auf jeden Fall haben wir hier eine Energie, die genauso
das will, so wie du, genau solche Emotionen hat und Gefühle, weil sonst würden diese Karten nicht rauskommen. Ne? Also hier ist die Kontrapart schon dabei, ne? Aber wie gesagt, es könnte hier irgendwo hapern, das ist ja klar. Hier ist irgendetwas. Hier ist etwas. Das ist wie wenn er sagt, jetzt momentan, wie ich ja vorhin gesagt habe, kann ich nicht. Ich habe andere Prioritäten oder ich sollte erstmal etwas abschließen. Könnte ja auch gut sein, familiärisch, könnte ja aber auch gut sein mit der Ex-Frau, dass hier irgendwo noch eine Diskussion offen ist oder ein Thema sich noch nicht richtig geschlossen hat, ne? Lieber Steinbock, das könnte ja auch gut sein. Oder das Thema mit dir, dass ihr euch öfters streitet, auch wegen dieser Differenzen, dass du mal sagst, okay, das stimmt, dass das bringt schon auch mal Streitigkeiten, das ist normal, aber wer streitet nicht heutzutage? Die Liebe, die hat seine Höhen und seine Tiefen, lieber Steinbock. Das gehört zum Leben, sich zu streiten. Das ist normal, das ist logisch. Klar, du kannst nicht jeden Tag streiten, du kannst nicht jeden Tag diese Streitigkeiten haben, sonst ist es ja nicht normal. Dann ist es ja keine Beziehung mehr, ne? Dann ist es eine Hölle. Aber l'amore non è bello se non è litigarello, sagt man bei uns. Und das passt ja auch, ne? Bisschen Streitigkeit, bisschen sollte man schon sich irgendwie, wie sagt man das, ja, konfrontieren mit dem Gegen, also mit dem Gegenstück, ne? Das sollte auch da sein, weil dann kommt auch ganz viel Frieden wieder zurück. Kennt ihr das, wenn man sich ein bisschen streitet und dann kommt diese Friede, dass man wieder Friede macht? Das ist das Schönste, finde ich immer, ne? Das passiert, das ist normal. Wie gesagt, wir sind Menschen, wir sind keine Roboter, dass wir uns irgendwie einstellen können oder emotional im Knopf haben und betätigen. Das geht nicht, ne? Lieber Steinbock, das gehört alles halt dazu, ne? Okay, machen wir weiter mit den Cupido-Orakelkarten. Mal schauen, was uns preisgegeben wird. Dicendo, dentro, vibrazioni positive. Wow, also er fühlt dich. Er fühlt dich in sich drin und du gibst ihm eine positive Eigenschaft. Du lässt ihn positiver vibrieren. Also du bist für ihn das beste Stück. Also tatsächlich, die männliche Energie sagt dir, du tust mir gut. Das habe ich aber schon vorhin gesagt, ne? Dass du dieser Person auch gut tust, ne? Dass du etwas Schönes tust, dass du ihm dieses Gefühl gibst auch, ne? Dass es ihm besser geht durch dich, weil sonst ist es ja klar, sonst würde er nicht sagen, warte auf mich, ne, wenn ich irgendeine Situation habe. Amore mio, ti sto aspettando da tanto tempo. Also entweder wartet er hier auf dich oder du wartest auf ihn. Weil das ist wie wenn ihr hier gegenseitig abwartet. Quasi, was heißt abwartet? Also das ist wie wenn ihr hier zusammen sein wollt, aber das ging nicht. Da haben andere Faktoren eine Rolle gespielt. Wie gesagt, das könnten hier Ex-Frau sein, Ex-Mann oder Familie, Situationen beruflich auch. Aber amore mio, ti sto aspettando, ich warte auf dich. Schon lange, lange, lange Zeit. Was mir hier auch kommuniziert wird durch diese zwei Karten, könnte auch eventuell ein Ex sein. Der hier quasi, du hast Schluss gemacht und diese Person will immer noch etwas von dich. Diese Person braucht dich. Diese Person, ihr seid mit in Streit auseinandergegangen. Aber diese Person möchte hier nicht dich verlieren, ne? Als Mensch, als Liebende quasi, ne? Wenn du jetzt eine Frau bist, das ist ja klar. Und wenn du ein Mann bist, setzt du es um. Also diese Person meint es wirklich tatsächlich ernst mit dir, ne? Diese Person möchte hier einfach mit dir eine Lösung finden und möchte hier mit dir zusammen sein. Ob das jetzt eine Ex-Person ist, das könnte auch gut sein. Weil bei diesen Karten könnte es schon sein. Weil das ist wie wenn er auf dich warten würde. Wie wenn hier die männliche Energie sagt, okay, ich warte auf dich. Auch wenn du Zeit brauchst oder auch wenn du jetzt andere Angelegenheiten hast. Ich warte auf dich, ich nehme mir diese Zeit, weil ich dich liebe, weil du für mich wichtig bist und weil ich auch diesen Instinkt habe, dass ich dich beschützen sollte, ne? Das könnte aber auch gut sein, du hast auf ihn gewartet, bis er seine Situation geregelt hat, ne? Weil das haben wir vorhin gesehen. Das ist ja klar, wir hatten diese Energie, ne? Dass er gesagt hat, warte.
Oder das könnte auch deine Energie sein, ne? Aber auf jeden Fall, du tust ihm gut, du gibst ihm das gute Gefühl, du bist für ihn positiv und er vibriert, er spürt das, dass du ihm Gutes tust. Verstehst du, lieber Steinbock? Also, wie gesagt, du setzt das bitte um. Und da haben wir auch die Antwort. Wow, das ist der Wahnsinn. Guck mal, diese zwei Karten, das ist das Gegenteil. Guck mal, Vibrazione negativa, tessa per la fine di un ciclo. Man schließt hier einen Zyklus ab. Du, entweder hat diese Person einen Zyklus abgeschlossen, der negativ war und er jetzt quasi sagt, okay, jetzt möchte ich das Schöne erleben. Du tust mir gut, du bist meine Richtige quasi, die Richtige für mich. Oder du schließt hier etwas ab, ne? Als die Kontrapart, dass du hier quasi einen Zyklus abgeschlossen hast und ihr endlich hier zusammen sein könnt, ne? Dass ihr quasi nur einen Zyklus, wie kann man das sagen, erlebt habt. Wisst ihr, wenn man zusammen ist, verheiratet, gibt es auch Zyklus, ne? Es gibt Menschen, die diesen Zyklus überstehen, noch ein Pärchen bleiben. Es gibt Menschen, die auseinandergehen. Und das ist hier die Variante. Also ihr habt hier diesen Zyklus abgeschlossen. Wow, danke, danke. Das ist nämlich sehr, sehr schön und eine erfreudige Nachricht, ne? Weil das geht hier bergauf für dich, lieber Steinbock. Wenn du jetzt auch sagst, okay, ich bin mit dieser Person zusammen, wir sind verheiratet oder wir sind schon ein Pärchen, schon länger. Und wir haben auch ab und zu mal Streitigkeiten. Wir versuchen immer, an diese Beziehung zu arbeiten. Aber das ist nicht immer einfach, ne? Das ist wie wenn hier auch einer versucht, die Viare, bei uns heißt es, wie wenn hier einer versucht, diese Situation, ja, nicht sabotieren oder nie. Einer haut hier mehr ab, ne? Könnte ja auch gut sein, das fällt ihm schwerer. Das ist die männliche Energie. Oder du als Frau, ne? Dass du sagst, okay, du hast mich angelogen. Du hast etwas Falsches gemacht gegenüber von mir, ne? Du warst nicht korrekt. Und das stört mich, ne? Und du gibst mir quasi, du hast hier diese Beziehung ruiniert damit, ne? Aber diese Person hat das eingesehen. Diese Person hier, was wir hier für eine Energie haben, das ist eine Energie. Und die sagt hier, ich möchte nur dich haben. Und ich kann mir kein anderer Mann mit dir vorstellen, ne? Also das sollte einem klar sein. Oder eine andere Frau. Weil hier könnte auch ein Ex sein, ne? Dass ihr quasi zusammen wart oder das ist dein Partner, ne? Incontro passionale molto presto. Okay. Wow, ich krieg ja Gänsehaut. Du wirst bald diese Person treffen. Was habe ich gesagt? Das könnte gut sein. Das wird hier ein Valentinstag-Treffen stattfinden. Es wird hier wahrscheinlich stattfinden. Und es wird hier sehr leidenschaftlich sein. Also, das könnte hier auch ein Chat, ne, wie ich ja gesagt habe, dass man hier wirklich in einer gewissen Distanzierung lebt und dann sich auch trifft und das erste Mal sich begegnet, könnte eventuell auch gut sein. Oder, ne, das ist ja so, ihr habt euch schon länger nicht gesehen, ne? Ihr seid auseinandergegangen und diese Person kann das kaum erwarten, dich zu treffen und quasi mit dir diese intime Sphäre zu haben. Also hier ist es schon, ne? Also hier ist es eindeutig, lieber Steinbock, dass ein Treffen stattfinden wird. Das ist ja klar, ich bin nicht in deiner Situation. Ich sage das, was die Karten sagen. Und wenn du sagst, nö, das passt nicht, ich habe gar nichts mehr vorgenommen, wer weiß, ne? Bis dahin geht's ja noch, ne? Da sind noch ein paar Tagen und vielleicht könnte es ja kommen, da könnte es sagen, okay, Katja, du hattest recht, dass hier irgendwie eine Einladung kommt oder dass man hier einen Kompromiss findet, weil diese Person kann es kaum erwarten, weil er einfach diese Leidenschaft mit dir erleben will, ne? Also diese Zweisamkeit, sehr, sehr schön. Lieber Steinbock, bitte setze es um. Du könntest auch sagen, nö, das ist nicht so. Aber wie gesagt, die Karten zeigen es so. Auch wenn du jetzt eine platonische Liebe hast, dass du sagst, okay, wir schreiben uns im Internet. Wir schreiben uns, wir haben uns noch nie getroffen. Diese Person fantasiert ja auch, ne, vor allem sexuell. Da ist diese Anziehungskraft schon da, ne? Oder das ist auch ein Ex, der hier zurückkehren möchte. Und du sagst, okay, du sagst ihm ja. Das ist die Antwort. Du wirst ihm ja sagen. Also, lieber Steinbock, bitte, nimm das mit der Pinzette, ne? Wir sind ganz viele Menschen da draußen. Ich weiß ja nicht deine aktuelle Situation, aber schön sieht's aus. Der Eremit. Mal schauen, was als nächstes kommt. Ja,
So, lieber Steinbock, kurze Unterbrechung. Ich habe schon richtig viel geredet, aber ja, das ist halt normal, das ist Schicksal. Ich wiederhole es nochmal. Also hier könnte auch eine Situation sein, in dem man sagt, ja, das ist die Familie, ne? Man hat sich da auch ausgeschlossen. Diese Verbindung ist trotzdem da mit dir, ne? Aber ich vermute ganz, ganz stark, dass hier auch eine finanzielle Angelegenheit sein könnte, aber auch familiärisch, ne? Irgendwie eine Ex, die hier irgendwie noch eine große Rolle spielt, die Familie, ne? Und er hat sich da auch ein bisschen geschlossen, ne? Quasi der Eremit, der tendiert sich auch zu schließen, irgendwie auch seine Antworten innen drin zu suchen, das ist ja klar. Ja, hier wird auch das Gespräch quasi zu dir dargestellt. Also das ist wie wenn diese Person hier auch das Gespräch sucht zu dir. Ne? Das möchte er klären. Er möchte das klären. Also wir sind hier noch bei den Schwertern. Ja, ich weiß ja nicht, wie du reagierst. Ich weiß ja nicht, mit was das sein könnte. Quasi, das könnte ja auch gut sein, dass er jetzt quasi sich isoliert hat, weil er hier familiärische Angelegenheiten gehabt hat, ne? Und er irgendwie jetzt nach einer Lösung finden sollte, ne? Und er wirklich hier auch quasi am Ende angekommen ist, ne? Zum Glück kommt man hier raus von Zehn der Schwerter, aber da ist man wirklich nicht leicht. Also er hat das auch nicht einfach. Wie gesagt, entweder ist es ja eine familiärische Angelegenheit, könnte aber auch finanziell sein. Und er hat sich tendiert, hier irgendwie zu distanzieren, hat sich diese Zeit genommen, um das Ganze zu verarbeiten, könnte eventuell auch den Gespräch zu dir suchen. Das heißt jetzt nicht, dass er dich nicht will, lieber Steinbock. Im Gegenteil, wir haben das hier gesehen. Es geht hier aber auch um irgendeine andere Situation. Das ist ja klar. Ja, hier ist irgendetwas und das haben wir schon vorhin gesehen. Hier sind alle Antworten drin, ne? Lieber Steinbock, du kennst die Situation mit diesem Mann oder mit dieser Frau und das ist für ihn auch nicht einfach, ne? Guck mal, von wo er kommt. Das hat ihn selber auch fertig gemacht. Vielleicht ist es ja auch die Ex-Frau, ne? Die hier irgendwie eine große Rolle spielt. Oder ihr beide in dieser Beziehung quasi, ne? Dass ihr beide hier wirklich sehr gelitten habt. Aber trotzdem euch wieder gefunden habt. Gibt's auch, ne? Gibt's auch. Du könntest aber auch sagen, ja, er hat dir alles erzählt. Er hat dir das geschrieben in einer Chat. Ihr habt zusammen gechattet und er hat dir quasi das alles erzählt. Seine familiärische Angelegenheit, was er gerade tut. Weil ich finde, hier ist auch ein Eremit, der sich schließt, der irgendwie für sich ist. Und gerade du, lieber Steinbock, du kennst es ja besser als andere, der Steinbock selber, der schließt sich auch sehr. Das ist nicht ein Mensch, der sehr, sehr viel redet, ne? Der gibt nicht sehr viel Preis. Und wenn du gerade ein Crosswatcher bist und gerade auch mit diesen Sternzeichen zu tun hast, das ist nicht einfach, ne? Das ist wirklich nicht einfach, ne? Gibt einfach diese Personen Zeit. Nicht alle Personen sind gleich. Nicht alle Personen agieren gleich. Ne? Es gibt Menschen, die einfach mehr Zeit brauchen, um das Ganze zu bearbeiten. Ne? Also ich vermute hier aber auch, diese Verbindung ist anders. Ne? Hier ist eine spezielle Verbindung. Aber wie gesagt, ich vermute mit Höchstwahrscheinlichkeit, dass hier irgendein Problem ist. Ne? Ob das jetzt die Frau oder der Mann ist, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Du weißt es besser als ich. Ne? Deine Situation. Okay, machen wir weiter. In welchem Sternzeichen? Und da haben wir schon was. Widder. Du könntest hier auch deine Energien haben, lieber Steinbock, das ist ja klar. Du hast hier Krebs. Du hast hier Zwillinge und zu guten Letzt hast du hier Fischelein, ne? Lieber Steinbock, bitte nimm nicht alles wortwörtlich. Wenn du, ne, wirklich spürst und fühlst, dass es deine Legung ist, ist okay. Und wenn nicht, dann lässt du es auch gut sein, ne? Ich hoffe, ich konnte dir behilflich sein in meinem kleinen. Ich freue mich über einen Kommentar, über einen Daumen nach oben, falls du noch nicht meinen Kanal abonniert hast. Das würde ich dir wirklich empfehlen, ans Herz legen, weil dann kann ich deine Energie besser lesen. Das ist ja klar, ne? Wir sind irgendwie alle miteinander verbunden, ne? Okay, pass auf dich auf, mach's gut. Ciao!